Ja, da ist eine Leiter. Aber da mir inzwischen auch alles egal ist, kill ich erstmal alle Frauen. Denn das ist Feminismus. Aber was bist du? Aber abgesehen von der brutalen Art, tue ich den Frauen ja einen Gefallen. Das steht wohl fest. Dum-di-dum-dum-dum. Ich würde nicht wundern, wenn sie irgendwo noch eine Truhe eingesperrt hatten, haben. Die Truhe wurde zu lebenslänglich verknackt. Sie hat zu viele an ihrem Schlösschen rumfummeln lassen. Oh, eine Waffe, die mir besser gefällt. Nehme ich mit. Ich glaube langsam, das gehört zum Soundtrack, dieses... So, diesmal werde ich es nicht falsch machen. Die sehen sich ja wirklich ähnlich, die beiden. Wenn man da nicht auf den Namen guckt. Oder einfach nur doof ist. Mach einfach auf. Einmal komplett durchlöchert. Und noch mehr Zellen einzeln öffnen. Die haben tatsächlich eine Truhe verknackt. Armes Trüchen. Diese Truhe muss geläutert werden. Stumpf. Stumpf und sein Familientreffen. So, Spiel, wenn du mir jetzt noch abstürzt, Alter. Da oben ist der Safe Point. Aber wir werden vermutlich eine Weile brauchen, bis wir da sind. Dann ist hier Schicht im Schacht heute. Einfach nichts. Schön. Und die haben noch eine Truhe verknackt. Diesmal eine Waffentruhe. Eine Waffenerneuerungstruhe. Für eine Waffe, die ich quasi noch nicht benutzt habe. Naja, was soll's. Oh, das Schwert gefällt mir sogar noch besser. Mann, das ist ja richtig Auswahl hier. Das Schwert wurde dazu verdonnert, weil es einfach zu scharf ist. Aha. Hey, Puppe. Komm her, du willst es doch auch. Was bist du? Ich bin der Gärtner. Ich bin hier gekommen, um ihre Hecke zu schneiden. Mach auf. Make it off, kein. Mach die Tür auf. Ist bei dir noch was? Ja, sie hat den Schalter in ihrer Zelle. Hat also viel Sinn. Vielleicht haben sie ihnen ja deshalb die Augen ausgestochen, damit sie nicht sehen, dass sie endlich raus können. Weil der Idiot von Architekt einfach zu dämlich war. War ich da eigentlich drin in den Kisten? Ja, genau, die hatte ich ja runtergefahren. Springe keinen, springe auf die Kiste. Ich hätte gern, dass du da irgendwie raufspringst. Man stellt sich gerade schon wieder zu doof an. Naja, mach mal anders. So geht's auch. Ach Quatsch. So. Mal gucken, was jetzt kommt. Kann nur besser werden. Noch mehr tote Fräuleins. Du machst mir Angst. Weg mit dir. Weg mit dir.
Wir sollten uns eine Schrumpfkopfsammlung aufmachen. Ich möchte auch sterben. Mädchen, du bist blind, du kannst das nicht sehen. Fliegt die Treppe rauf. Verdammt, die wollte irgendwas Lustiges sagen. 4, 5, 6. Dann kommt die Hex. Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es offensichtlich, aber... Da habt ihr nochmal schön die Augenstiche gesehen. Okay, mehr scheint hier erstmal nicht zu sein. Oder? Doch, da hinten ist noch eine Truhe. Da ist noch ein Trüschchen. Und zwar eine große. So. Nun können wir. Noch mehr Frauen töten. Okay. Was nun? Ach so. Wir reden schon gar nicht mehr mit dir, weil du uns einfach auf den Sack gehst. Aber als Gegner sind die echt keine Herausforderung, muss ich sagen. Es sei denn, man ist zu doof zum Blocken, wie ich gerade. Weil die können eigentlich gar nichts. Das unsichtbar machen, da kann man in Ruhe blocken und warten. Bis sie kommen und einen angreifen und dann war's das. Und teilweise sind sie sogar zu blöd, ihre eigene Unsichtbarkeit einzusetzen. Easy peasy. Aber habe ich nichts dagegen. Das letzte, was dieses Spiel braucht, ist ein mörderischer Schwierigkeitsgrad. In Bezug auf lahme Kämpfer. So. Das waren ihre letzten Worte. Sie wird uns in Erinnerung bleiben als die UA-Frau. Die UA-Frau. So, Speicherpunkt. Geh auf. Es ist ruhig, zu ruhig. Hast dich aber fein gebeamt, mein Freund. Hast du fein gemacht. Ganz feini. Schon großer Kerkerwächter. Ganz groß. Immerhin sieht das Wasser hier drin mal ein bisschen besser aus als das von draußen. Na, mach. Geh schwimmen, mein Freund. Wenn das die Engine zulassen würde. Schalter drücken, den drücken wir jetzt rein. Die hätten da Telekinese auch mal ein anderes Symbol geben können als Bann. Dann wäre ich gar nicht erst so doof gewesen. Zeit zurückdrehen. Natürlich. Was zur Hölle? Die Tür ist zugegangen.
Okay. Muss ich also irgendwo hoch oder wie? Muss ich hoch oder was? Hat mir das jetzt was gebracht? Was ist denn, wenn ich nochmal den Telekinese-Schalter benutze? Oder komme ich hier irgendwo hoch? Sieht fast so aus. Nee. Nicht wirklich. Keins Reichweite ist auch für den Arsch. Ah, verstehe. Die logische Logik. Wow. Das war knapp. Willkommen in den Folterkammern. Oh. Hi, Opi. Ich muss auf Klo! Lass mich hier raus! Ich hab nichts verbrochen! Beschütz mich vor ihm! Ich will gekochtes Fleisch, paschiertes Fleisch, frisches Fleisch! Wo ist mein Fleisch? Blutriefendes, frisches Fleisch! Da! Da! Schluss damit, du weißt, dass du das nicht darfst! Zurück! Zurück! Gib mir Fleisch! 1400 Unze pro Tag! Und das soll frisch sein! Auf zwei Beinen! Oder in diesem Fall auf vier! Nein, ich hatte meine Ration! 1400 Unzen oder 20 Stones! Du darfst gehen! Also, Bloodlines hat soeben seinen Mike Caviana gefunden. Ich will aber ihr Blut trinken! Darf ich aber nicht. Der kommt mir bestimmt gerade hinterher. Dann rennen wir mal. Weil der sieht nicht so besiegbar aus gerade. Finde ich gut, dass keiner das von alleine macht. Und der Typ vollkommen realistisch ins Wasser fällt. Ja, das war ein Vampir, wie man unschwer erkennen konnte. Und wer das Spiel ein bisschen verfolgt hat, der kann sich denken, was noch kommen wird. Du siehst aber nicht so gut aus, mein Freund. Boah, der lebt noch. Schon übel. Aber ich glaube, wenn man soeben die ganzen Unterkörper abgeschnitten bekommt und die Arme, dann lebt man nicht länger als ein paar Sekunden. Oder man hofft es zumindest, dass es so ist. Gut, hier ist nichts. Nichts der weiteren. Komme ich jetzt ein? Was ist eigentlich, wenn ich jetzt wieder runtergehe? Ich würde den Entwicklern sowas zutrauen, weil jetzt könnte ich auch noch die Leute aussaugen. Erstmal hole ich dich wieder runter. Genau. Dann kommt mein Gitter wieder runter und ich kann in Ruhe nochmal zurückgehen. Das würde ich sonst nie machen, aber verdammt. Es ist ein LP, da kann man schon mal Schwachsinn machen. Und ganz so wenig Blut geben die auch nicht hier. Also nehmen wir es mit. Desto mehr Lebensenergie, desto besser. Weil vorhin hatte ich nicht die Ruhe. Ich weiß nicht, was der für einen Nahkampfangriff macht. Ob der einen mit seinem Feuer auf dem Rücken überschüttet oder weiß ich. Oder einfach nur zuschlägt. Bounce, bounce, bounce. Bounce, schicker Baum, Baum. Und wieder hoch die Kiste. So, und weiter geht's.
den nächsten Abschnitt des Folterkellers. Ist doch mal eine nette Kulisse hier. Na los, schlag mich. Das hättest du besser nicht getan. Denn jetzt schlag ich dich. Sieht gerade aus, als würde der Typ oben zugucken. Das ist ja spannend. Das wäre cool, wenn man diese halben Leichenteile noch aussaugen könnte. Aber nein, das geht dann doch nicht. Give me your blood. Tastes so good. Hier ging's ja weiter, hab ich gar nicht gesehen. Ja, der Typ ist wohl nicht unterzukriegen. Und kloppt mal alle tot. Ich denke mal, so hätte er uns auch angegriffen. Weil es ja total Spaß macht, Leute umzubringen, die eh schon am Verrecken sind. Und das hier sieht ja nach viel jeder Menge Spaß aus. Was passiert, wenn ich hier drücke? Ah. Die Verbrennungsmatten. Wo kommst du denn her? War der eben schon da? Wie auch immer. Komm noch einmal. Ja, jetzt habe ich gehört, wie sich noch einer nähert. Die teleportieren sich immer irgendwohin, die Schweine. Kommen aus den Ecken gekrochen. Na komm, komm. In die Wand rein. Mit dir. Und natürlich geht's jetzt weiter. Hey, das nehmen wir mal mit. Ein cooles neues Schwert.